Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Supermarket Simulator. So, es ist immer noch der gestrige Tag, 8 Uhr morgens, weil durch die Einräumerei und so und durch die Umräumerei dauert das dann wohl doch ein bisschen länger alles hier und hatte dann beschlossen, den Tag zu splitten. Eigentlich wollte ich mit euch immer mal einen Tag spielen, aber pro Folge, aber das wird wahrscheinlich sich gar nicht mehr so umsetzen lassen. Ich würde ja gerne noch ein Regal kaufen, aber dann habe ich jetzt nicht das Geld für die Lizenz, ne? Ich will ja mit euch heute die neue Lizenz machen. Wo wir ja schon alles vorbereitet haben für. Ja, ich muss jetzt hier mal zubauen. Geht jetzt gerade nicht anders. Oder ich stapel die Kartons. Dann sehe ich aber nicht mehr, was drin ist. Und bei dem nächsten Update sollen wohl auch die Aufkleber an der Seite kommen von den Kartons, dass man dann auch im Regal sieht, was drin ist. Ob es alles so kommt, weiß ich nicht. Ich höre auch immer nur Gerüchteküche. Aber wenn ich hier den Part, zu welchem Datum ich das hochgeladen habe, da wisst ihr eh schon Bescheid, weil ich ja hier gerade 2 Wochen im Voraus aufgenommen habe. Nächste Woche ist wieder Witch of Fern Island Aufnahmewoche. Ich nehme ja immer im Wechsel auf, weil ich beide Let's Plays in einer Woche aufnehmen schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Ich nehme immer ein bestimmtes Let's Play auf im Wechsel und dann ist gut. Deswegen habe ich dann immer 2 Wochen im Voraus. Ich schaffe das aus beruflichen Gründen einfach nicht anders. Und zeitnah aufnehmen schaffe ich schon gar nicht. So wie manche heute aufnehmen und der Part ist dann auch für heute. Nee, also das würde ich gar nicht schaffen. Wahnsinn. Nee. Mir viel zu viel Stress. Weil es kann auch mal sein, dass ich mich nicht fühle und auch mal einen Tag überhaupt nicht aufnehmen will oder zwei. Ne, und dann habe ich vorproduziert und gut. Oder es ist mal was mit dem PC. Das eine Mal, wie gesagt, wo die Grafikkarte flöten gegangen ist, da habe ich dann zwar eine Ersatzgrafikkarte gekriegt, aber die wurde dann eingeschickt und ich hatte die dann 2 oder 3 Wochen hatte ich dann nur so eine 0815-Grafikkarte, mit der ich nicht spielen konnte. Ich konnte zwar arbeiten damit, aber naja. So, jetzt habe ich gesagt, wir probieren das mal mit dem Licht, ne? Was der eine da erzählte, dass wenn man Licht anhat, ich habe es wie gesagt schon bei mir getestet, dass mehr Kunden kommen, ne? Auch morgens. So, 1950, schauen wir mal. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Jetzt bei meinem Selbstversuch hat es am ersten Tag mit Licht nicht geklappt, dass morgens viel mehr los war. Aber den zweiten Tag, da ging dann hier die Luzi ab. Wir probieren es einfach mal. Die Rechnung habe ich jetzt schon bezahlt, ne? Na, ja, im gestrigen Teil schon, ne? Sonst hätten wir uns mal die Rechnungssumme gemerkt. So, jetzt ein zweiter. Ist jetzt noch nicht extrem mehr. So, gehen die jetzt alle rein? Sie geht auch. Ups!
Ja, ist auch schon wieder 2 Stunden auf. Es dauert, bis sie den Weg hierher finden durch die Stadt. Denke ich mal. So, 1950, 1950. Und dann hatte ich gesagt, bis auf den grünen Tee, dass ich dann nochmal 300 brauche für einmal bestellen. Ja, und dann geht's ja los, dass ich kein Regal mehr frei habe, ne? Dann müssen wir mal sehen, ob wir morgen erstmal weiter umräumen. Oder ob ich dann vielleicht ein leeres Regal hier gegenüber stelle. Was so das Umräumregal wird, ja? Wir gucken mal. Ich meine, so viel von dem Ordnen her, die Süßigkeiten können erstmal bleiben. Das wäre dann wirklich nur noch so Nudeln, Reis, Kaffee, Tee, Milch. So eine grobe Ordnung könnte man jetzt noch reinbringen. Weil das Regal würde ich auch komplett so lassen. Das macht erst später dann mehr Sinn. Wie gesagt, die hinten die Gefrierregale, also die Kühlregale. Da kann ich auch nicht viel besser Ordnung im Moment reinbringen. 1950, warte, 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 warte. Go, 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 go. So, dann schalten wir jetzt die Lizenz frei. Oh, ich habe mich getraut. So. Wir gucken. Käse, Kaffee, anderes Wasser, Eier, Makaroni, brauner Zucker. Und das ist, wie gesagt, der grüne Tee, der kostet schon 250. Wir haben jetzt hier das Produkt einmal neu. Und ich räume jetzt erstmal einfach ein. Okay, jetzt macht es dann schon Sinn, dann Wasser und zu sortieren. So langsam, ne? Bei Wassersorten. So, hier ist neuer Zucker. Den können wir gleich hier neben machen. Susu neben Susu. Susu neben Susu. Und dann haben wir hier Macaronis. Genau, Macaroni nehmen. Was ist denn das überhaupt? Penne. Vergesse ich sowieso wieder. Ach, er greift gleich zu. Gott sei Dank habe ich es geschafft mit dem Preis. Eiers. Eiers, Eiers, Eiers. So, 12er-Eier. 6,28. Irgendwie alles keine Größen, die es bei uns gibt. Nur die Vierer gibt es mal bei uns. Aber so 6er und 10er ist so am gängigsten. Was sucht er? So, dann den Kaffee. Ich muss natürlich erstmal einräumen, der Herr, ne? So. Und dann haben wir Käse. Ja, die beiden Käsesorten könnte man zusammen untereinander oder so packen, ne? Aber das, okay, und dann bestellen wir nochmal. Die wollen alle den grünen Tee oder was? Aber mehr bestelle ich jetzt erstmal nicht.
Warte, ich muss ganz schnell erstmal den Preis ändern. So. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen manche Gänge sind so nicht richtig gut ausgeleuchtet, ne? Aber ich lasse das trotzdem erstmal eine Lampe pro Dingens, pro Ausbau. Weil es geht. Das war vorher besser, ne? Konnte man besser gucken. Aber wenn dann hier der Ausbau ist, ist ja da wieder eine Lampe und dann wird das wieder angeleuchtet. Weil der Gang hier ist besser. Und der hier. Sind wir bei 9 Uhr? Okay. Jetzt, ich werde auch nichts mehr bestellen. Weil ich da... Ey, der Käse ist schon weg. Weil ich dann morgen... sonst die Bestellung nicht durchführen kann. Wie 900. Ich weiß gar nicht, ob das schon reicht. So, jetzt weiß ich nicht, was hier fehlt. Hier ist die Milch drin. Weil... Achso, das sind die Geschirrtabs. Okay. Dann können wir ja mal gucken. Geschirrtabs. Habe ich noch welche? So, noch irgendwas leer. Hier die Milch, ne? Die Milch. Ja. Na, Wahnsinn. Einfach so als Gedankenstütze. Ich würde vielleicht doch mehr oder so eine Reihe vom Regal machen wollen. Aber dann kriege ich es überhaupt nicht mehr hin vom Platz. Es geht aber auch, ne? Es ist ja eigentlich selten was ausverkauft. So, sind alle weg? Wir haben 1,4. Das müsste gerade so reichen, dass wir morgen die Regale voll machen können. Okay. Gucken wir erstmal. So, Händel. Händel, Händel, Händel. Dann, weil, wie gesagt, ich würde gerne noch ein Regal hier hinstellen, dass ich besser laufen kann im Lager. Aber das... Leiche. Aber das muss auch erstmal über sein, ne? So, das ist die Bleiche. Und dann hier halt eins ein Regal in der Ecke zum Umräumen. Wie ist das denn bei der nächsten Lizenz? Also warte mal, der nächste Ausbau kostet 2,6. Das ist die Ecke da. Und die Lizenzen ist dann Moussaka Lachs. Das ist komplett kühle. 7. 7. Genau, da würde das reichen. Also muss ich auch noch nicht ausbauen. Und der nächste Ausbau wäre hier. Da könnten wir dann die kühle Ecke machen. Das wäre eine Maßnahme, die zu bedenken wäre. Es ist voll, es ist voll. Okay.
So. Dann machen wir erstmal die Größen hier, das Brot. Weil die Größen will ich dann hier hochschaffen an Kartons. Mehl. Davon haben wir nämlich nicht so viel und dann kann ich die hier mehr auf dem Boden platzieren. Außer das Update funktioniert und dann wieder, dann konzentriere ich mich erstmal aufs Lager. Dass da dann alles wuppt. Das andere Mehl, das rote Mehl. Jawohl. Und der Thunfisch. Ja, renn doch mal dagegen. Der Thunfisch ist hier. Da ist der Karton jetzt auch mal leer. So, gut. So, dann wieder die Eier. Oh weia, oh weia. Da liegt keine Eier. Muss ich jedes Mal dran denken? Ist auch alle. Und Salz. Das Salz hatte ich da. Auch alle. So, dann nehmen wir die Kartons. Apfelsaft. Lass denke, warte mal, dann kostet der kostet 375, der Schrank. Ja, also 400, 600, da brauche ich schon 800 nur für Regale. Das läppert sich hier immer, ne? Das ist nicht so ohne. Dann Schokipick. Ja, wie gesagt, die Ecke ist ein bisschen dunkel. Aber das kommt dann noch. So, Anne. O-Saft. Lecker, 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 lecker. Okay, ist noch was drin? So. Halt! Nicht wieder wegglitschen hier. Wasser. Das Wasser könnte man zusammenstellen und erstmal die Milch vielleicht darüber. Und dann, ja. Jetzt hätten wir Milch, Käse, aber die Regale haben auch Tiere und die haben Fünfe. Bum, bum, bum. Ups, war's das schon? Mann. Okay, dann haben wir hier den. Ja, okay, wir können auch erstmal die Spaghetti nehmen. Die waren hier jetzt genau. Auch alle. Glasreiniger. Nein. Bin schon wieder alt gerannt, ne? So.
Ach, siehst du, da fällt mir was ein. Ich versuche mal wieder ein Foto zu machen, Leute. Ist natürlich doof, wenn das nicht eingeräumt ist. Aber so im laufenden Betrieb vergesse ich das immer. Und wenn ich dann beim Schneiden habe ich auch schon probiert, Thumbnails zu machen, aber wenn ich dann da durch die Regale flitze, ey, so schnell da eine richtige gute Position zu finden für das, was ich fotografieren will? Nö. Bei The Witch of Fern Island geht das. Aber hier, da bin ich zack, zack, zack durch. Und hab da nie so die Position, wo das dann mal passt, ne? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch die kleinen. Ja, was heißt nur noch? Und dann gucken wir mal bei der Endabrechnung, ob das was gebracht hat hier mit dem. Also ich habe das jetzt morgens nicht so wirklich festgestellt. Ich habe das Gefühl, die müssen erstmal durch die halbe Stadt rennen, um hier anzukommen. Und deswegen sind es abends mehr. So ist mein Eindruck. So. Okay, das war auch nicht sehr viel. Seife vorne. Puderzucker. Der ist jetzt. Der Zucker ist noch hier, okay. So, dann nehmen wir mal von hier, dass ich besser einräumen kann. Oh, von dem Tee ist gar nichts weggegangen, okay. Von dem Tee ist gar nichts weggegangen. So, und Olivenöl. Sehr schön. Ah ja, Achtereier. Also manche Produkte sind heute sehr schlecht gegangen. Wollte eigentlich damit erreichen, dass ich die Kartons hier vorne wegkriege, dass ich hier besser einräumen, also die Kartons wieder lagern kann. Aber ist auch noch voll. Weil hier mit dem kriege ich bestimmt ein Problem, so. Ja, alle voll. Kann mal ein Karton bitte leer sein, dass ich so ein bisschen Luft habe zum Räumen? Auch nicht. Ich meine, es ist ja schön, wenn die Regale jetzt schon voll sind. Da muss ich morgen früh nicht so viel bestellen. Aber mal einen, bitte einen. Auch nicht. So, jetzt Kuchen. Hier sieht gut aus. Hier könnte er vielleicht. Nee, wird auch nicht. Dafür ist der Karton zu voll. Hier ist einer übergeblieben im Karton. Natürlich.
Suki, Suki, Suki. So, der ist jetzt leer. Dann kriege ich den jetzt hier nämlich in die Ecke. Mit verräumt. So, dann haben wir Kaffee. Natürlich, jetzt sind sie alle leer. Und Süßes. Okay, aber wenn wir morgen nicht so viel bestellen müssen, ist das gar nicht so schlimm, weil wir nicht ganz so viel Geld haben fürs Bestellen. Ich denke mal, diese 1,4, das wird schon knapp. Aber okay, dafür sind die Kartons leer, ne? So, dann gucken wir jetzt mal in der Endabrechnung. Ob das mit dem Licht und so, aber ich glaube nicht wirklich. Weil die Kunden in der Gesamtsumme, es sind 41 Kunden, Produkt nicht gefunden. Ja, weil ich die erstmal einräumen musste, ne, die Lizenzen. Es sind in Summe nicht mehr Kunden, also das mit dem Licht ist Quatsch. Also ich würde das Licht dann wieder auslassen und dann doch lieber Strom sparen. Weil, wie gesagt, wir hatten 39 und jetzt 41, also das weiß ich nicht. Wenn es jetzt 51 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das bringt morgens was mit dem Licht an. Nee, 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 nee. Okay, dann nochmal ganz kurz so grüner Tee, Thunfisch und Papakuchen. Grüner Tee. Thunfisch. Oh, da ist aber... Und Papakuchen, der müsste hier sein, okay. Ja, bitte, 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 was war das denn jetzt? 2,95, so. Okay, also ich räume jetzt, jetzt habe ich erstmal kein Regal frei. Ich möchte jetzt, dass wir weiter umräumen können. Ich muss da erstmal Regale kaufen. Weil die Freiheit möchte ich mir da schon nehmen. Weil jetzt haben wir, können wir Kaffee und Tee zusammenstellen, ne? Weil wir haben, das ist dann auch ein gutes, was zusammenpasst. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.